Handys, Smartphones und Tablets, sie sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Doch dass in diesen kleinen Alleskönnern nicht nur die neueste Technik steckt, sondern auch Rohstoffe, die unter unmenschlichen Bedingungen gewonnen und vertrieben werden, das sieht man ihnen nicht an. Das katholische Hilfswerk Missio hat eine Kampagne für saubere Handys gestartet. Trotzdem einfach mal ein bisschen gucken oder so. Es war so heftig, das wird in den nächsten Tagen verboten, oder? Der Krieg im Kongo hat auch mit unseren Handys zu tun. Es geht um Bodenschätze und Mineralien, die für die Herstellung von Mobiltelefonen benötigt werden. Auch Bundespräsident Joachim Gauck hat sich bei Missio über die Problematik von blutigen Handys informiert. Pfarrer Justin ist Direktor von Justice and Peace in Bukavu. Er hat mit seinem Team ein Netz von Traumazentren im Osten des Kongo aufgebaut. Die Situation ist so, die Rebellen vor Ort haben kein Geld. Sie überfallen Minenarbeiter, die Koltan und Gold abbauen. Und dann verkaufen sie die Mineralien. Und die Firmen produzieren dann hier Handys. Das bedeutet, mit dem Kauf der Handys finanzieren wir den Krieg im Osten des Kongo. Friedel Hütz-Adams ist Experte für Rohstoffe beim Südwind-Institut, einem gemeinnützigen Verein, der nach Wegen zu einer gerechten Weltwirtschaft forscht. Die Bodenschätze im Kongo können zum Teil mit einfachsten Mitteln abgebaut werden, wie eben dieses Koltan, wo das Metall Tantal drin ist, was sehr, sehr wertvoll ist, oder auch Gold oder Diamanten. Und Rebellengruppen können dann hingehen und entweder direkt Minen übernehmen oder ihnen die Dinge auch abnehmen. Und dann werden die Mineralien über die Grenze transportiert, mit Kleinflugzeugen oder auch mit LKWs, und von da aus auf den Weltmarkt geliefert. L'Abbé Jean-Claude. Pfarrer Jean-Claude wurde umgebracht. Er hatte sich in seinem Dorf für die Kinder eingesetzt. Sein Haus wurde komplett zerstört. Heute haben wir dort ein Traumazentrum eingerichtet, um die Frauen und Kinder zu unterstützen, die traumatisiert sind. Auf der Ebene der Gesellschaft sollte man die Menschen ermutigen, fair gehandelte Smartphones zu kaufen. Und jeder Einzelne sollte mitmachen bei der Unterschriftenaktion von Missio für saubere Handys. Wir im Kongo, wir brauchen die Solidarität und Unterstützung der Menschen in Europa. Denn unsere Leben sind in Gefahr. Wir gehen im Kampf für die Frauen, Kinder und Minenarbeiter viele Risiken ein. Und dabei brauchen wir Unterstützung. Dass jeder hier etwas tun kann, hat auch der katholische Deutsche Frauenbund im Bistum Regensburg mit seiner Unterschriftenaktion gezeigt. Unsere Frauen waren sehr betroffen von dem Schicksal und wollten einfach helfen. Als wir von der Aktion Saubere Handys gehört haben, haben wir Unterschriften gesammelt und auch einen Spendenaufruf gestartet. Wir haben an Spenden 10.000 Euro gesammelt und Unterschriften kamen knapp 4.000 zusammen. Vielen, vielen herzlichen Dank.